Schönen guten Tag, meine Lieben. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes und gesegnetes Weihnachtsfest. Ja, zu Thema Weihnachten, da bin ich, ja, wie soll man das sagen? Mir wurde da wieder was gezeigt, ein Link zugeschickt, was ich selber auch nicht so ganz fassen konnte. Vorweg, mir ist der Papst hier eigentlich wirklich völlig egal. Aber manche Aussagen, die er macht, da kann ich nicht einfach drüber weggehen und muss darüber einfach aufklären, weil das so gefährlich ist, was dieser Mann sagt. Und ich denke mal, dieses Video richtet sich an alle, also Christen wie Nicht-Christen, weil ich das einfach wichtig finde. Auch dass eben, sage ich jetzt mal, Atheisten einfach ja den Unterschied vielleicht doch erkennen zwischen Kirche und Glaube. Also viele setzen das ja immer gleich, ne? Gott ist gleich Kirche oder Glaube ist gleich Kirche, aber das ist bei weitem nicht so. Diese Erfahrung habe ich selber auch in meinem Leben als gläubiger Mensch gemacht. Ich habe auch immer gedacht, Kirche und Gemeinde ist dasselbe, habe mich aber eines Besseren belehren lassen von einem ganz lieben Bruder im Herrn, Grüße gehen raus an der Stelle, er weiß schon, wer gemeint ist. Aber man lernt ja nie aus, auch im Glauben lernt man nie aus. Und ja, Kirche tut Dinge, die fernab vom Glauben sind und auch das, was in der Bibel steht und die Bibel lehrt, das finde ich, ist besonders zu merken in der katholischen Kirche. Da läuft so einiges schief und auch gerade den tollen Papst, den wir hier haben. Der haut ja ein Ding nach dem anderen raus. Aber was mich besonders erschreckt hat und was, wo ich mich frage, wie kann er sich selber überhaupt noch gläubig oder Christ nennen? Eigentlich kann er wirklich komplett seine Bibel verbrennen, seinen Glauben einfach an Haken hängen und, weiß ich nicht, sich seine eigene Religion erschaffen. Also bin hier auf eine Seite gestoßen. Ich verlinke euch auch alles, was ich hier jetzt so lese oder worüber spreche, kann ich euch alles verlinken, dass ihr auch. Ich glaube, ich jetzt hier irgendwelchen Mist, sondern das entspricht alles der Wahrheit. Und zwar steht hier unfassbar NWO-Papst, also wird auch als NWO-Papst bezeichnet, eine neue Weltordnung. Wenn euch das was sagt, will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber es spricht alles dafür, dass er wirklich so diese eine Weltregierung, dass er da total mitmischt und das alles ganz toll findet. Ne? Er ist ja auch der Meinung, wir glauben alle an denselben Gott. Da gab es ja mal so ein tolles Video, ja, wo eben ein, was waren das alles? Ich glaube, eine Buddhistin war es, ein Imam, ein Rabbi, glaube ich, und natürlich ein Christ irgendwie, ich glaube, ein Pfarrer oder so, ja, haben alle ihre Symbole, diese typischen Symbole, die man ja kennt, ne, haben sie alle in die Kamera gehalten, ne, wir glauben ja alle und wir hoffen auf dein Gebet und bla bla bla. Alles war wirklich so eine. Naja, so ein lauwarmer Mist einfach. Und nein, wir glauben nicht an denselben Gott. Und wir beten nicht, ja, wir beten nicht zum gleichen Gott. Ist einfach mal so. An den Gott, den ich glaube, da bin ich fest und überzeugt, dass das nicht der Gott aus dem Islam ist. Auf gar keinen Fall. Ja, das ist so widersprüchlich. Das ist so jenseits. Nein, auf keinen Fall. Also, da möchte ich auch nochmal vorwarnen. So dieses Aidi-Deidi und wir sind ja alle eins. Das ist nicht so. Da gibt es ganz klare Unterschiede. Ja, aber das ist nochmal ein anderes Thema, das wollte ich nur so am Rand mal sagen. Jedenfalls steht hier, wenn der angebliche Stellvertreter Christi vor einer engen Beziehung mit Christus warnt, dann spricht aus ihm niemand anderer als der Antichrist. Also es scheint auch irgendwie eine religiöse Seite zu sein, ich kenne es aber nicht. Morgen feiern die Christen in aller Welt die Geburt der. Was? Die Ge in aller Welt die Geburt. Der Beitrag unfassbar. NWO-Papst Franziskus warnt vor Beziehung zu Jesus. Dieser sei nicht Gottes Sohn, sondern lediglich Mensch. Er schien zuerst auf Michael. Aha, es ist ein Block hier. Momentchen, ich mache das jetzt nochmal auf. Die Geburt, aha, genau. Hä? Der Beitrag, was war? Momentchen. Er schien zuerst. Oh. Da hätte ich mich mal besser vorbereiten sollen, wa? Momentchen, ich mache das mal kurz auf. Ach Mann, ich dachte, der Beitrag ist schon fertig hier. Jetzt kommt es, glaube ich. Der lebt gerade mit dem Mädchen. Ah ja,
Hier steht's. Ah ja, genau. Morgen feiern die Christen aller Welt die Geburt des Sohnes ihres Gottes. Das des Sohnes ihres Gottes. Ja, was für das Christentum einer der wichtigsten Feiertage ist, gilt für den Islam als Beweis, dass das Christentum eine polytheistische Religion ist, was nicht stimmt, und damit niemals den Anspruch auf die einzig wahre Re Religion erheben könne. Denn eine Religion, die laut Islam drei Götter anbete, sei keine monotheistische Religion und damit eine Aberration von der abrahamistischen Glaubenslehre. Daher könne so der Islam Jesus nicht der Sohn Gottes sein. Das und auch der derzeitige Papst diese Haltung einnimmt, ist nicht mehr und nicht weniger als eine historische Zäsur in der 2000-jährigen Geschichte des Christentums. Diese Zäsur kommt einer geplanten Abschaffung des Christentums gleich. Was die Gründe dafür sind, werden Sie in der Folge erfahren. Da gibt es nochmal ein Video zu, das könnt ihr euch dann selber angucken. Er sagt hier ganz klar, für Papst Franziskus ist Christus nicht länger der Sohn Gottes, sondern ein schlichter Mensch. Kaum ein westliches Leitmedium hat von einer geradezu unfassbaren Äußerung berichtet, die der NWO-Papst, Jesuit und Islamisierungsvorantreiber Papst Franziskus vor 2 Jahren über Christus zum Begründer des Christentums aussagte. Hier sagt, der Beziehung mit Jesus sind gefährlich und sehr schädlich. Auch sehr krass, gehe ich auch nochmal gleich drauf ein. Eine persönliche Beziehung zu Jesus mit dem Bewusstsein der bedingungslosen Liebe ist neuerdings für alle Katholiken gefährlich. Ja, nicht nur für Katholiken, anscheinend ja für uns Christen auch. Also Evangelium und so weiter. Dies sagt niemand geringer als derjenige, welcher der vermeintliche Kirche Jesu vorsteht, Papst Franziskus der Erste. Franziskus warnte, dass eine persönliche Beziehung mit Jesus gefährlich und sehr schädlich sei, um Angst zu erwecken, sagt Papst Franziskus vor der Menschenmenge in Rom. Eine persönliche, direkte, unmittelbare Beziehung zu Jesus Christus sei gefährlich und schädlich und müsse um jeden Preis vermieden werden, da dies ein Bruch mit jahrhundertelangen Traditionen bedeutet. Also weiter werde ich hier, da ist ein bisschen länger der Artikel, ich will euch damit auch nicht langweilen. Das ist so, glaube ich, das Gröbste ist gesagt. Also damit verrät er eigentlich sich selber und sein Glauben ans Christentum, weil wir Christen glauben ja, dass Jesus eben nicht nur ein normaler Mensch war, nicht nur einfach irgendein Wanderprediger, sondern dass er der Mensch gewordene Gott ist. Er ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Also wer Jesus seine Göttlichkeit abspricht, der kann es komplett vergessen, ganz ehrlich. Viele sind ja mit der, viele geben sich damit ja zufrieden, dass es ihn gegeben hat. Das kann man nicht leugnen. Es ist ja auch historisch belegt, dass einige mit der Göttlichkeit ein Problem haben. Das ist okay. Aber wenn jetzt ein, der sich ja hier auch als Stellvertreter, muss man sich mal reinziehen, als Stellvertreter Gottes hier hinstellt, das ist ja für mich genauso gotteslästerlich, ja. Gott braucht nämlich keinen Stellvertreter. Und sowas von sich gibt, das ist echt eine harte Nummer. Also was. Ich will ja nicht wissen, wie viele den Teufel, wie viele den folgen und den bejubeln und sich diese Worte vielleicht dann doch zu Herzen nehmen und das umsetzen. Also, das ist so gefährlich und führt die Menschen eigentlich von Jesus weg, als dass es sie irgendwie zu ihm hinführen sollte. Die Bibel sagt ja auch was ganz anderes. Also, im Johannesevangelium steht gleich als erstes drin. Ich möchte euch das einfach mal kurz vorlesen. Wenn euch das nicht interessiert, könnt ihr ein bisschen vorspulen. Aber es steht hier ganz klar, ich muss ja nicht alles vorlesen. Vielleicht das nur das Wichtigste. Ach, hier steht es einfach am Anfang, bevor die Welt geschaffen wurde, war er, der das Wort ist. Er war Gott in allem Gott gleich. Von Anfang an war er bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen. Nichts ist entstanden ohne ihn. In allen geschaffen war er das Leben und für die Menschen war er das Licht. Das Licht strahlt in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Ein Mann wurde von Gott gesandt, er hieß Johannes, Johannes der Täufer. Er sollte die Menschen auf das Licht hinweisen, damit alle es erkennen und annehmen. Er selbst war nicht das Licht, er sollte nur auf das Licht hinweisen. Das wahre Licht ist er, das Wort. Er kam in die Welt und war in der Welt, um allen Menschen Licht zu geben. Die Welt war durch ihn geschaffen worden. Und doch erkannten sie ihn nicht. Er kam in sein eigenes Land, doch sein eigenes Volk wies ihn ab. Manche aber nahmen ihn auf und schenkten ihm ihr Vertrauen. Ihm gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Genau, er, das Wort, wurde ein Mensch. Genau, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Und nahm Wohnung unter uns. Wir sahen seine Macht und Hoheit.
Die göttliche, hier steht's, göttliche Hoheit des einzigen Sohnes, die ihm der Vater gegeben hat. Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. Ja, also es gibt zigtausend Stellen, Belege in der Bibel, wo Jesus ganz klar als Gott definiert wird. Es gibt eine Stelle, wo er wieder auferstanden ist, wo er auch seinen Jüngern erscheint und da gibt es den, man sagt, den ungläubigen Thomas, der das alles nicht glauben kann. Nein, wie soll das sein? Wie soll ein Toter wieder vom, auferstehen? Und als sich dann Jesus doch ihm zeigt und er auch seine Hände in die Wundmale legt, erkennt er ihn auch als Gott an. Mein Herr, wie sagt er? Mein Herr und mein Gott. So. Und wenn er das nicht ist, hätte ja Jesus an der Stelle sagen können, hey, hey, stopp, stopp, ich bin hier nur Mensch gewesen, oder ich bin hier nicht Gott oder was weiß ich was. Aber er hat es zugelassen, ganz bewusst. Also. Ja, also das ist einmal sehr krass, dass er eben ihm hier die Göttlichkeit abspricht und dass das, das Zweitschlimme ist, dass er vor einer Beziehung warnt. Und dass er jeder Meinung ist, ach scheiße, hab ich den Link weggemacht, dass es nicht ausreichen würde, ja, also, sondern dass die christlichen Traditionen oder die Kirche Tradition wichtiger ist, ja. Da muss ich auch sagen, ist absoluter Bullshit. Wenn du keine persönliche Beziehung zu Jesus hast, dann nützt dir auch die Kirche nichts, dann nützt dir auch keine Gemeinde was, weil damit fängt es an. Ein Mensch, der sich wirklich zum Glauben bekehrt, der hat erstmal nur Jesus, der hat erstmal nur Gott. Und alles andere wird man dann sehen. Dann wird man sehen, ob derjenige in eine Gemeinde geht oder anderweitig Gemeinschaft mit Christen hat. Dass natürlich ein Mensch nicht nur für sich alleine bleiben sollte, ist klar. Wir sollen ja auch Gemeinschaft miteinander haben. Aber das alles nützt mir nichts, wenn ich keine persönliche Beziehung zu Gott habe. Ja? Ich kann mir schon vorstellen, warum man das als gefährlich ansieht, weil je mehr ich mich vielleicht zum Ursprung zurückkehre und gucke, was steht in der Bibel drin, und wenn ich wirklich nur einzig und allein mit Jesus eine Beziehung habe, dann hat ja die Kirche oder die Institution Kirche oder auch katholische Kirche keine Macht mehr über mich. Ja? Wie können wir denn nicht irgendeinen Blödsinn einreden in ihren Predigten? Und das ist, glaube ich, das Gefährliche, was sie halt nicht wollen. Sie wollen halt die Macht haben. Sie wollen nicht, dass Gott sozusagen über die Menschen regiert, sondern dass sie, die Kirche, über die Menschen regieren. So sehe ich das ganz klar. Also, ich will damit auch keinem zu nahe treten, auch keinem Katholiken, der eventuell zuhört, aber ich würde doch ganz stark meine Gemeinde und meine Kirche überdenken und auch die Worte dieses Papstes, den wir hier haben, überdenken, weil das, was der hier von sich gibt, ist einfach wirklich Bullshit. Es ist einfach Bullshit und widerspricht dem Wort Gottes. Dafür muss er sich selber irgendwann verantworten und rechtfertigen. Das ist seine Sache. Gott wird gerecht richten. Da maße ich mir kein Urteil an, aber es ist schon eine ziemlich harte Nummer, was hier passiert. Unter anderem sagt er ja auch, da gibt es ein tolles YouTube-Video, der hat das sehr gut zusammengefasst in 3 Minuten 42. Das kann ich euch auch verlinken. Wo er darüber spricht, dass eben Papst Franziskus der Meinung ist, Jesus sei ein Sünder. Ja, da gibt es halt eine Stelle in der Bibel, wo er ja als 12-Jähriger in den Tempel gegangen ist, um Gemeinschaft mit seinem göttlichen Vater zu haben. Und er legt das jetzt so aus, als hätte er da um Vergebung gebeten. Also es sei er jetzt zu seinen Eltern zurückgekommen und hätte dafür um Vergebung gebeten. Absoluter Schwachsinn. Weil er ist der Einzige, der ohne Sünde war. Hier steht auch im 1. Johannes steht drin, und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen, und in ihm ist keine Sünde. Jesus ist der erste Mensch und war auch bisher der erste und wird auch der einzige Mensch sein, der sündfrei auf der Erde gewandelt ist. Weil sonst hätte er ja nicht an unserer Stelle, an unserer Stadt sterben können. Er hat ja für uns die ganze Sünde auf sich genommen. Nur das so am Rande. Ja, also passt da bitte auf, auch gerade hier, auch Christen, ja, man muss da ganz klar unterscheiden, ne, wer da wirklich die Wahrheit sagt und wer einfach Lügen verbreitet, auch über den Herrn, ist einfach so. Des Weiteren ist mir auch was Unschönes aufgefallen, da gibt es auch eine Petition dagegen, dass natürlich pünktlich zu Weihnachten ein sehr unchristlicher Film
bei Netflix gestartet ist, wo eben Jesus total verhöhnt wird, wo er als Schwuler dargestellt wird. Seine Mutter, glaube ich, Maria, wird als Prostituierte dargestellt und also ist wirklich, naja, blasphemisch ohne Ende. Auch nicht sehr schön, aber das ist einfach dieser Zeitgeist. Es wird halt immer gottloser. Der Spott auch gegen Gott wird immer mehr zunehmen. Das passiert ja jetzt schon auf eine extreme Art, finde ich. Aber ich glaube, das wird alles noch viel, viel heftiger werden. Wichtig ist halt nur, wie gehen wir als Christen damit um? Ich hoffe, dass auch Atheisten da nicht unbedingt mitmachen, sondern erkennen einfach, wer da die Fäden zieht. Und sich vielleicht selber mal Gedanken machen, ob es vielleicht diesen Gott geben könnte oder nicht. Mir war das einfach wichtig zu sagen, weil ich finde das einfach ein Hammer. Wo ich das erste Mal gelesen habe, konnte ich das gar nicht fassen. Ich meine, dass er schon viel Mist von sich gegeben hat und dass ich da überhaupt nichts halte, was dieser Mann tut, ob der Vatikan, diese ganze, ach, ist einfach nur lachhafter. Aber das ist einfach wirklich ein starkes Stück, weil das einfach an die Substanz des Christentums geht. Also erstmal spricht er Gott, Jesus seine Göttlichkeit ab und sagt, Jesus sei selber ein Sünder gewesen. Also er macht immer mehr zum einfachen Menschen. Und das geht absolut nicht. Also deswegen konnte ich das nicht so stehen lassen und wollte einfach gerne mal darüber was erzählen. Gut, das soll es erstmal gewesen sein. Und ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall für morgen einen guten Rutsch und kommt gut ins neue Jahr. Ciao!